Halloween-Vorbereitung, wie gesagt, gestern. Das Noctarium muss vorbereitet werden. Und ich habe schon mal angefangen, hier ein kleines Banner zu setzen, das so ein bisschen friedhofsmäßig aussieht. Ist nicht 100%. Basiert auf einem Banner, das einen Zombie-Kopf hatte oder einen Skelettkopf, eins von beidem. Das konnte ich nicht umsetzen, weil man dafür Wither-Schädel braucht und es dauert ewig, bis ein Wither mal einen Schädel abgibt. Da muss man etliche vorher umbringen. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann jetzt ewig lang darauf warten oder ich kann jetzt schon mal das da machen und später dann immer noch die Wither-Schädel hinzufügen mit neuen Bannern. Also das Banner als Eingang, dann geht's hier runter. Und ich habe hier schon mal angefangen, die Wand hinten mit Obsidian voll zu machen, damit das halt diesen schwarzen Hintergrund hat. Mit dem Violett sieht sehr gut aus. Allerdings transportiere ich natürlich kein, das heißt natürlich, aber ich transportiere kein Obsidian durch die Gegend, weil ich dafür keine Picke habe. Was ich also stattdessen mache, ist das hier. Einmal Lava und Wasser drüber, Obsidian fertig. Und das Ganze hier entsprechend in so eine Form. Ich kann immer, ich habe 6 Eimer, einer ist für Wasser. Dann kann ich, ups, immer 5 Eimer Lava holen und damit dann die Obsidianwand weitermachen. Das dauert ewig lange und ich komme zurück, sobald das gemacht ist. So, geht doch. Und das hat doch nur ein paar Stunden gedauert. Ja, das ist quasi unser Hintergrund. Alles schön dunkel. Jetzt geht's ans Dekorieren oder auch Entdekorieren, denn die haben bei dem, was ich hier vorhab, absolut nichts verloren. Die Sonnenblumen. Was dagegen sich super macht bei meinem Plan, sind Jack-o'-Lanterns. Denn, wie gesagt, Halloween steht an. Außerdem muss ich das Ding hier beleuchten. Und zwar möglichst nicht allzu auffällig. Da eine und da eine und eine noch. Da oben. Ah, hier. So, die eigentliche Deko kommt gleich. Da teile ich mich jetzt mal weg. So in dem Ausschnitt, das sieht doch schon mal gut aus. So, und jetzt kommt die eigentliche Deko. So, und zwar wird das eine ganz logische Geschichte. Wir haben hier Untote drin, also machen wir hier einen Friedhof. Einen kleinen. So, erstmal ein bescheidener Stein. Dann, wo habe ich denn jetzt die ganzen Slabs? Stone. Smoothstone, wo es Andesit. Da. Dann bastle ich mal erstmal aus Andesit. Nehmen wir den hier oder den da? Den da. Und zwei, drei. Na. Und fünf. So, die ganz einfache Variante. Sehr schön. Mal schauen, wie Smooth Stone gestapelt ausschaut. Einen anders. Wo ist meine Picke? Da ist. Nehmen wir erstmal die. Nehmen wir die Holzpicke, das sollte reichen. Da geht schnell genug.
So, komme ich da? Ja. Okay, gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich einen Teil noch vergessen, um den abzuschließen. Eine Sekunde. So, dann mal zurück mit dem wichtigsten Teil, vier Hebel. Was ich mit vier Hebeln mache, seht ihr, sobald ich halt ankomme. Irgendwo logisch. Tüdelü. Und runter geht's. Und jetzt lauert hier hoffentlich nichts aus der Nacht. Nein. So, und dann machen wir die 1, 2, 3 und 4. Na, sieht doch gut aus. Den hier hole ich nochmal. Ja, den hole ich nochmal einen rüber. Komm. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. So. Ja, das ist besser. Das ist deutlich besser. Und dann habe ich hier nämlich noch, nee, das ist der normale Dreck. Ich will jetzt den Frosted. Oh, das Ding ist ja falsch rum. Damit. So sieht das natürlich nicht gut aus. So, schon deutlich besser. So, jetzt hat auch hier das Teil einen Grabformstein, das ist schon, wahrscheinlich nicht hell genug. Ja, machen wir das gleich. So. So. Und da haben wir unseren kleinen Zoofriedhof für die untoten Bewohner. Jetzt muss ich nur noch ein paar Untote holen und die Wand da noch zumachen. Aber das mache ich nicht mit Obsidian. Das mache ich mit Dreck. Denn ich will da auch noch später ausbauen können, falls noch was Neues dazukommt in Zukunft. Oder, ja, ich werde definitiv noch einen Platz für die Husks machen. Nicht die Husks, die Strays machen müssen. Denn die passen hier nicht so ganz rein. Hier diese Eisskelette. Und natürlich hier vorne Glas vor. Das mache ich jetzt ebenfalls außerhalb des Drehs, weil auch das wieder eine ganze Weile dauern wird. So, der nächste Tag ist angebrochen, nicht nur in Minecraft, sondern auch in der Wirklichkeit. Ja, das mit dem Obsidian hat halt eine ganze Weile gebraucht, insgesamt so eine Wand zu machen, weil ich recht lange laufen musste in meine Minen, bis ich zu einem Lavasee komme. Hat das ungefähr 3 Stunden? 3 Stunden gedauert und mehr ist dann auch an einem Tag definitiv nicht drin. Hab heute, ja gut, dann habe ich natürlich noch das bisschen Friedhofdesign da drin gemacht. So, heute habe ich das Glas dazu gesetzt. Da muss ich ja auch erstmal darauf warten, dass das schmilzt. Da oben habe ich mir ein bisschen vertan. Das werde ich aber erst entfernen, wenn ich Silk Touch Verzauberung an der Axt habe, um die Glasscheiben auch zurückzubekommen, weil sonst zerstöre ich die nur und das mache ich nicht gerne. Ist nämlich, wenn man geradeaus guckt, auch ziemlich wurscht. So sieht das Ganze aus. Das sind Glasscheiben. Glasblöcke hätten tatsächlich besser ausgesehen in diesem Fall, weil die nicht diesen starken Rand haben. Aber dafür hatte ich ganz einfach nicht genug Sand da. Da hätte ich erstmal Sand sammeln müssen, hätte das alles noch länger gedauert. Was mir jetzt mittendrin aufgefallen ist, ist, ich habe vergessen, dass ich da ja noch rein muss. Ja gut, das haben wir gleich. Eine der Wände ist ja zum Glück aus Dreck. Also einfach zum, aua, zu machen. Ach stimmt ja, das waren ja 3,5, nicht 3, die es da hochging. Also einfach mal außen rum. Muss ich sowieso etwas aufmachen? Aufmachen, um die Zombies und die Skelette da auch reinzubekommen. Das wäre auch noch ganz praktisch. Was ich jetzt aber erstmal brauche, ist Knochenmehl. Denn ich habe eine wichtige Sache vergessen. Unser Friedhof muss ja noch
vernünftig überwachsen aussehen. Nimm mal die Blumen mal da weg. Blumen will ich jetzt nicht hier drin haben. Blumen sind nicht gruselig. So, einfach mal überall mit dem Knochenmehl gedüngt, dass das Gras schön hochkommt. Vermeiden, dass die Blumen dazwischen sind. Sehr schön. Ah, so sieht das doch gut aus. Hat doch gleich eine ganz andere Atmosphäre. Wunderschön. So, und jetzt muss ich noch schauen. Okay, eigentlich muss ich nur bis zur Nacht warten, dann tauchen die Zombies schon ohne Ende auf. Muss dann welche reinholen. Ich glaube, was schwierig wird, wird die Skelette hier reinzubekommen, ohne dass ich erschossen werde von den Pfeilen. Das wird nicht einfach. Aber zumindest die Zombies werden einfach mit den Skeletten, werde ich ohnehin noch bis Halloween warten. Vielleicht fällt mir bis dahin noch was ein. Denn das Interessante an Halloween ist, zumindest in der Java-Edition, tauchen an Halloween Skelette und auch Zombies, aber bei Skeletten sieht es besser aus, mit Jack-O-Lanterns auf dem Kopf aus. Auf. Gut geschnitzte Kürbisse, keine Jack-O-Lanterns, die leuchten nicht. Das wäre kontraproduktiv für ein Skelett, da es sich selbst dann despawnen würde. Ja, also die eigene Spawnung verhindern würde. Aber davon will ich definitiv hier eins drin haben. Und deswegen warte ich damit bis Halloween und versuche da eins zu kriegen. Wenn es die in der Konsolenedition nicht geben sollte, ja gut, dann ist das halt eine Normalausstellung ohne Jack-O-Lanterns. Geht auch, ohne, ihr wisst schon, Kürbiskopf-Skelette. Kein Thema, aber da es die Möglichkeit gibt, dass die hier möglicherweise drin sind, werde ich das einfach versuchen. Also am 31. sehen wir dieses Gehege hier wieder mit dem Loch auch gestopft. Ich hatte gerade keinen Dreck da. Da ist Dreck. Bis dahin begebe ich mich ans nächste Teilprojekt. Yay, Zombie. Okay, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Geht doch. Oh, noch einer. Oder ist es derselbe? Hauptsache, er kommt hier runter. Juhu. Komm hier. So ist brav. Aha. Habe ich einen Name Tag? Nein. Oh, doch, aber jetzt, ja, okay. Du musst jetzt so heißen, wie eigentlich meine Katze heißen sollte. Die Schwarze. Ja, das fehlt noch. Naja, komm rüber. Du bist jetzt Salem. Nicht der beste Name für ein Zombie, aber immerhin ein Name. Herzlich willkommen, Salem. Ausstellungsstück Nummer 1. In der Untotenhalle. Also ich finde, er sieht glücklich aus hier. Die Wand scheint ihm zu gefallen. Und der Jack-O-Lantern. Okay, er guckt sich erstmal alles an. So ist das schön. Fühl dich heimisch.